Pressegespräch nach dem Regionalligaspiel RSV Optik gegen Lok Leipzig. Endstand 0:3. Ich begrüße beide Trainer, unseren Gästetrainer Alvedin Chiva und Ferdinand Lokalisch. Und gratuliere erstmal zum Auswärtssieg zur Lok. Und bitte beide Trainer um ein kurzes Statement zum Spiel. Beginnt mit dem Gästetrainer. Ja, erstmal schönen guten Abend an alle und schön, dass ihr dabei wart. Ich denke, mit Zuschauern macht es eben doch mehr Spaß. Und ich versuche mich kurz zu halten nach der ersten Niederlage, da wir uns natürlich wussten, dass der Gegner junge, schnelle Spieler hat und mit den langen Bällen eben in die Tiefe und tiefe Läufe, dass es immer gefährlich sein kann. Ich denke, dass wir am Ende verdient gewonnen haben. Wir haben sehr viele Chancen gehabt, die wir nicht genutzt haben, aber ich denke, dass der Torwart auch sehr viele gehalten hat, die viele andere Torhüter nicht halten. Am Ende war es so, dass beim 1-0 Rate nur eben den Kopfball hat, ja, wo unser Torwart überragend hält und wir dann mit dem 2-0 eigentlich den Deckel zumachen. Und Glückwunsch an unsere Mannschaft. Ich denke, hoch verdient gewonnen, aber man sieht, wie es in der Liga ist, dass man erstmal Tore schießen muss, um zu gewinnen und dass jeder Gegner gerade am Anfang sehr, sehr schwer zu bespielen ist. Und ich kann Trainer Ingo auch gratulieren. Ich denke, der hat schon eine vernünftige Mannschaft, die bis zum Ende vielen, vielen Mannschaften Paroli bieten kann. Und danke. So, guten Abend allerseits. Zwei, drei Sachen zu mir. Ich denke, heute auch mit den Gästefans. In unserem kleinen Schmuckkästchen war es erstmal für uns alle hier eine harte und ein geiles Regionalligaspiel und deswegen spielen wir auch in der Regionalliga, um dieses Ambiente zu haben. Ambiente ist das eine, kein Trainer verliert gerne, keine Mannschaft. Ich denke, wir sind im Neuaufbau, sind viele junge Spieler da. Am Wochenende haben wir kaum einen Fehler gemacht und heute haben wir einfach zwei, drei Fehler zu viel gemacht. Und wenn man gegen Lok Leipzig so einen Fehler macht wie zum 0-1, da wird der Justin nicht den Kopf abgerissen, 18 Jahre aus der A-Jugend. Und danach noch ein Zweikampf verhalten, wie die Kindermannschaft manchmal ist, verliert man so ein Spiel klar und deutlich. Wir werden uns unterhalten, wir werden später Sachen auswerten und dann werden wir wieder bereit sein. Wir haben nicht erwartet, dass wir Alklinike, Lok Leipzig und Energie Cottbus alle hintereinander weghauen. Und ich denke, unsere treuen Zuschauer wissen das, aber geht auf ein neues und nächstes Mal wollen wir wieder gewinnen. Dankeschön. Dann für Lok Leipzig alles Gute für die weitere Saison und einen guten Heimweg und bleibt alle gesund.